Wenn es irgendwo brennt, dann war ich das, ja? Das würde sich einrichten lassen. Ich will mich noch von deiner Kompetenz überzeugen. Ich meine, viel reden kann jeder. Hinter dem Geschütz stehen ist wiederum was ganz anderes. Tja, dann werde ich dir mal was zeigen. Nicht jetzt. Ich habe gehört, wir werden wohl künftig... Wir werden künftig die Gelegenheit bekommen, da was zu deichseln. Die Mannschaft da, die Matrosen, die wir anheuern, werden wohl auch noch eingeübt oder einem Test unterzogen. Vielleicht bringen wir den Kahn nochmal aus den Hafen. Wenn ich dir die leichten Rotzen vorbeibringen soll, muss es in der Nacht geschehen. Aber die 10 kann ich dir sofort besorgen. Meinetwegen auch 20. Es muss nur nachts passieren. Und die Wachen sollten keine Fragen stellen. Sorg du dafür. Naja, und vorher will ich den Vertrag unterschrieben haben. Aber natürlich. Wie lange? Das ist wahrscheinlich ziemlich heiße Ware und du willst sie schnellstmöglich loswerden, oder? Ja, die leichten Rotzen sind schon ein bisschen kälter. Die stehen schon ein bisschen rum, aber funktionieren tun sie trotzdem. Großartig. Dann kommen wir die nächsten Tage aneinander. Wo kann ich dich treffen? Nun, ich werde dich finden. Keine Sorge. Dann machen wir das so. Ja, dann stehe ich auf, nicke hier noch einmal zu. Verlasse die gute Frau, die mir jetzt schon sympathisch ist, obwohl sie mir keine Disziplin entgegenbringen konnte. Ja, sie schlürft weiter an ihrem Grog. Ziemlich von sich selbst überzeugt. Ich bin ein leicht zu erobernder Mann. Bringt man mir Geschütze, mag ich Leute. Ja, siehst du, so einfach ist das. Viele tausend Dukaten gespart. Okay, weitere Dinge, die ihr tun mögt. Zulamin würde am frühen Abend noch schauen, ob sie diesen Felix im Säbel und Schwert antrifft. Gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Okay. Irgendwelche Spezialisierung? Nein. 7 Punkte soll reichen. Du fragst eben ein bisschen rum. Die Leute von den Sylla-Schwertern, kennt man hier, sind wohl irgendwie stockbesoffen. Und gerade wenn du dann noch nach Felix fragst, ja, den kennt man, aber der ist jetzt gerade nicht hier. Und dann trittst du so ein bisschen missmutig wieder nach draußen. Dann kannst du ihn wohl hören, wie er wohl in so einer Gasse steht und dir dann einmal zupfeift. Zulamin hebt den Kopf und obwohl er ja sehr unscheinbar ist, erkennt sie ihn wieder. Ah, ich sehe, ihr habt auf mich gewartet. Nicht gewartet, aber mir wurde gesagt, dass ihr nach mir sucht. Das geht schnell in Kunchum. Nun, dann ist es mir eine Freude, euch hier anzutreffen. Wir haben uns ja nie wirklich kennengelernt. Aber nun, nachdem ich Kapitänin bin, ich glaube, ich habe ein paar Fragen an euch. Zum einen, wieso wart ihr auf unserem Schiff? Er hält die Hand auf. Natürlich. In Silber nehme ich an. Ein Silber für jede Frage. Warum wart ihr auf unserem Schiff? Und im Kopf eine Silbermünze. Weil ich Mitglied der Sylla-Schwerter bin und wir angeworben worden sind. Nun gut, dann nehme ich auch an, dass ihr fester Teil von ihnen seid und bei ihnen bleiben werdet. Das ist zu schade, denn wir sind gerade dabei, neue Matrosen anzuheuern. Aber das macht meine nächste Frage nicht hinfällig. Und zwar, es lief ja, sagen wir, etwas unglücklich, schon bevor die Sache eskalierte. Was genau ist schiefgegangen? Wie denkt ihr, kam es zu dieser Sache? Nun, dass die Moral schlecht ist, lag selbstverständlich an dem doch recht harschen Vorgehen von Diamantes. Ich meinte davor, wie kam es zu dieser Aldrich-Verschwörung? Das war ein Spaß, den wir uns mit Hasswolf genehmigt haben. Eigentlich recht simpel. Für jede Disziplinarstrafe, die wir bekommen haben, sei es das einfache Auspeitschen, sei es ein Essens- oder vor allem Grogentzug, und er uns nach dem Namen fragte, damit er es ins Logbuch schreiben kann, antworteten wir mit dem Namen Alrik. Mehr war es nicht. Also im Grunde ein harmloser Scherz. Korrekt.
Wir haben Hassvoll verarscht. Ich verstehe. Nun, dann... Nun, nachdem ich Kapitänin bin, habt ihr einen Rat für mich, wie ich das Schiff in Zukunft führen sollte? Aus eurer Perspektive. Ja, ein Kapitän vergisst oft, was sich im Bauch seines eigenen Schiffes abtut. Nun, selbstverständlich hätte er oder sie mit einem Fernrohr gerichtet, den Horizont im Blick, aber dabei vergisst er allzu oft, was in den eigenen Innereien vor sich geht. Und damit meine ich nicht unbedingt die Hahnkämpfe. Nun, wenn so etwas auf dem Schiff vor sich geht, dann denke ich, sei es der Mannschaft vergönnt. Ich denke aber auch. Gut. Es verstößt zwar gegen die direkten Befehle, aber schadet der Moral nicht, sondern stärkt sie viel eher. Vor allem den Mannschaftsgeist untereinander. Und so etwas ist wichtig. Und wenn dann von der eigenen Mannschaft ein Mannschaftssprecher gewählt wird, dann ist dieser viel eher wie ein Offizier zu behandeln, auch wenn er zwar kein solches Gehalt bekommt, aber den Respekt sollte man ihm doch unterbringen, denn er dirigiert für euch 150 Männern. Vor allem dann, wenn es schwierig wird und die Segel aufgebläht sind, wenn der Wind braust, wenn Wasser auf die Planken peitscht. Nun dann, hab Dank für diesen weisen Rat. Das ist aber kein Rat, den euch ein einfacher Matrose nicht auch hätte geben können. Ihr müsst nur danach fragen. Nun, das ist die Essenz eures Rates. Denkt ihr, es wäre nach all dem, was passiert ist, eine gute Idee, euren Trupp wieder an Bord zu nehmen? Nun, die Sylla-Schwerter haben kein Interesse, ebenso wie die anderen, die ganz bestimmt keine Piraten sind. Auch die Maraskaner haben euch für eure einzigartige Idee gratuliert. Ich gehe nicht davon aus, dass selbst ich sie überzeugen könnte. Das habt ihr wohl verspielt. Ich verstehe. Gut. Dann die Götter mit euch. Und alles Gute für die Zukunft. Und Zulamin schnipst ihm noch eine letzte Münze zu und wendet sich zum Gehen. Wir werden uns vielleicht wiedersehen. Vielleicht auf einem anderen Schiff. Aber wir sind nicht weg aus der blutigen See. Vielleicht auf einem anderen Schiff. Vielleicht an einem anderen Tag. Zur Not dienen wir Dagon Lolona. Nun, aber der hat sich euch ja schon angeschlossen. Oder ihr ihm euch. Ist das nicht der Ort, wo man Syllas Schwerter am ehesten vermuten würde? Nun, Sylla und Charybdis sind verfeindet. Aber wenn jemand die beiden Städte vereinen kann, dann ist es Dagon. Nun gut, dann habe ich ja zumindest eine Ahnung, wo und auf welche Weise wir uns wiedersehen könnten. Denkt immer daran, in den nächsten Verhandlungen, die da zu euch kommen, wenn ihr die Festung Misa mit den übrig gebliebenen Nährsendern miteinander vereinen wollt, ist das keine große Kunst. Wohl aber, wenn ihr dann die Tulamiden ins Spiel bringt, die Alanfanern mit ihren Sklaven, die Maraskaner mit ihren Bruderschwester-Fremdijis, die Generäle, die Piraten, den Abschaum, die Mannschafter, die Köche, die Smoothies, die Handwerker. Die Kunst ist nicht, wie man zwei Bornländer miteinander an den Tisch bringt, sondern vielmehr, wie man ein Nord- und ein Südaventurier, den Osten und den Westen miteinander an den Tisch bringt. Ja, darüber solltet ihr auch euch Gedanken machen. Bisher haben wir nur den Süden bereist und es ist schon schwierig genug, ihn zu vereinen. Aber die Zeit wird kommen, da wir nach Norden segeln. Und dort Verbündete finden könnten, die ganz sicher nicht mit unseren übrigen Verbündeten zusammenarbeiten möchten. Nun, ihr wart in Al-Anfa, ja, und ihr wart in Charybdis und in Selem. Aber selbst wenige Meilen nördlich von Al-Anfa trefft ihr auf Mirham. Nicht einmal die habt ihr überzeugt. Denn Mirham ist ein eigenes Königreich und nominell untersteht Al-Anfa ihn. Aber wollt ihr wirklich jeden einzelnen Hafen bereisen?
nur die wichtigen. Und wie entscheidet ihr, welcher Hafen wichtig ist? Wisst ihr, an welchem, welcher Kapitän mit welchem Schiff oder mit welchen Schiffen dort sich aufhält? Kapitän ist nur wieder Wind. Schwierig zu greifen. Ich folge den Wegen der Götter. Wir werden dorthin reisen, wo das Effathorn ist, und wir werden dorthin reisen, wo ein Alveronier auf uns wartet. Wenn ihr diese Schlacht gewinnen wollt, dann reicht ein Gott oder mehrere Götter nicht. Dann müsst ihr auch die Menschen vereinen. Ich werde mein Bestes geben. Und ihr ja offenbar auch. Auf eure Weise. Auf meine Weise. Also dann, Glück auf. Glück auf. Und damit dreht er sich dieses Mal selbst von ihr weg, verschwindet in den Schatten und ist weg. Ja, und Zuramin geht zurück zum Schiff. Mal schauen, ob sich da inzwischen was getan hat bei der Nachtwache. Ja, die meint, also wenn du so gegen 12 Uhr dein eigenes Bett inspizierst, wirst du feststellen, dass dort ein Buch liegt und mehrere Briefe. Ja, dann bin ich mal neugierig, setze mich auf das Bett, schiebe noch den Riegel hinter in meiner Kajüte vor die Tür und fange an zu blättern. Ja, das Tagebuch, selbstverständlich viele uninteressante Berichte. Würfel mal eine Staatskunstprobe. Staatskunst, das ist natürlich so ein schönes Talent, das man in diesem Fall haben. Sie ist eine Magistratin aus Pericum. Ja, wie kann ich das ableiten? Oh, Intelligenz plus 7. Es sei denn, dir fällt jetzt gerade irgendwas anderes ein. Etikette vielleicht? Etikette plus 10, ja. Wirst du auch nicht schaffen, ne? Etikette hast du auf 3. Ja, ich glaube, da bin ich mit der Klugheitsprobe gut gelitten. Klugheit plus 7, ey. Das ist leider nicht geschafft. Ich schaue mal, ob ich Glück habe. Habe ich leider auch nicht. Dann probieren wir es. Geht auf die 3, ne? Ja, klappt. 12 plus 7 sind 5. Ja, genau. Ist nicht geschafft, die Klugheitprobe. Ja, genau. Aber geht dann nicht auf die 3, sondern auf die 5. Also hast du eine Chance von 1/4, wenn du es Schicksalspunkten willst. Ach so, ja, richtig. Wir probieren es einfach mal. Die 1. Großartig. Fex Willis. Ja, du überspringst eine ganze Menge an Details aus Pericum. Wie gesagt, sie ist eine Magistratin. Du kannst erkennen, dass sie Heirat wohl mit dem Fuchsecker von ihrem Vater arrangiert war, dass sie hinter dieser Verlobung und der Hochzeit auch gar nicht richtig steht. Du überfliegst es, wie gesagt, da kannst du einige Einträge zu ihrem Bruder oder zu ihren Brüdern erkennen. Moment, ich muss gerade mal an die richtige Stelle schnibbeln. Bam, 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 bam. Pericumer Kabale. Da. Also, ihr Vater Ola Marix ist, wie gesagt, gnadenlos. Hat wohl auch im Beisein seiner Tochter den ein oder anderen Konkurrenten übers Ohr gezogen. Nicht wirklich, also zumindest nicht im Beisein von dem Villa, nicht wirklich kriminell, aber schon sehr unmoralisch, würdest du meinen. Sie hat einen Bruder, Jodor Marix, irgendwie fast 2 Meter groß, eine Halbglatze, Bauchansatz, der wohl auch Magistrat ist, aber im Gegensatz zu ihrem Vater wird er wohl eher die Gewalt ausüben. Er ist hart, er ist gefühlskalt, fantasielos, würdest du fast meinen. Also da, wo Ola Marix dann clever agiert, ist er dann eben ideen- und fantasielos und macht das dann eben, auch gerade wegen seiner Größe, ziemlich brutal. Er hat ebenso eine Zweckehe eingegangen, und zwar mit irgendeiner Patrizier-Tochter. Die hat ihm wohl auch 3 Kinder geboren, und
Jetzt zur Zeit hat er sie und die Kinder auf sein Landgut vor den Toren von Pericum abgeschoben, damit er dann seine eigenen Sachen im Magistrat eben handhaben kann und den Vater am besten unterstützt. Der andere Bruder war Marix, ist ein bisschen kleiner, ist Kapitän der schwarzen Zwillinja und ein richtiger Held, nicht nur bei den Damen, sondern eben auch für den aventurischen Boten. Also der wird in einem Namen mit euch genannt. Warum auch immer, seine Eroberungen, seine piratenhaften oder seine Angriffe auf Piraten waren, Hüvela weiß das nicht wirklich. Sie waren gerissen. Er ist so als selbstloser Held, ist er verschrien, aber das ist er eigentlich gar nicht. Er tut ganz gerne so. Also er ist so ein kleiner Aufschneider, würdest du meinen. Er zählt zu den bekanntesten und den mutigsten Kapitänen. Seine verwegenen Taten sind legendär. Aber er hat nicht wirklich den Schneid, den ein Rathral Sanin hat. Und wenn du dann dieses ganze Ding überfliegst, ihre Familie, ihre, ja, Sklaven haben sie nicht, aber Diener, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass du in so einem Schlangennest stocherst, auch gerade wenn du dann dazu die Briefe dir anguckst, die sie geschrieben hat, vor allem an Ola Marix. Du hast das Gefühl, die haben sehr viele ihrer Geschäfte in den letzten, du würdest sagen, seit den namenlosen Tagen hat sich eine ganze Menge verändert. Viel verändert. Die haben selbst in Pericum viele Dinge eingefroren und sind sehr still geworden, was gar nicht so zu ihnen passt. Und dann ist sie wieder aufgebrochen zu euch. Du kannst sehen, dass sie mitgeschrieben hat, auch vor allem in den Briefen geht das hervor. Sie hat sich notiert, dass ihr beispielsweise Gift gekauft habt für, nun ja, das für ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber das von. Ihr habt Gift in der Landfahrt bei Horun, dem Giftfürsten, gekauft. Eine Straftat im Mittelreich. Ihr habt die Jankaner Bevölkerung abgeschlachtet, zumindest steht es hier so drin. Ihr habt mit Piraten gehandelt. Ihr habt einen Bund mit dem schwarzen Dagon Lodona getroffen. Ihr habt einen Effort-Tempel in Charypso ausgeraubt und angezündet. Es sind viele Straftaten, die sie hier notiert hat. Sie sammelt wohl Beweise gegen euch. Beweise für eine Anklage in Pericum. Diese falsche Schlange. Ja, dann sehen wir mal, was du noch so getan hast. Und Diamantis nimmt sich Feder und Tinte heraus, oder auf was bisher zumindest als Schreibmaterial genutzt wurde, und räuspert sich einmal, schaut schon suchen nach links und rechts rum. Junge, bist du hier irgendwo? Ich dachte, du wärst immer da. Ich bin immer da. Du kannst mir vertrauen. Die Tür öffnet sich, obwohl du den Riegel beiseite geschoben hast, und dann tritt er ein. Du sagst, du bist in meinem Kopf, du weißt das, was ich weiß. Also hast du das hier auch gelesen. Was willst du von mir? Sie hat so viele Sachen getan. Warum hat sie nicht auch Nebelklang auf dem Gewissen? Ich könnte Ansätze davon hier reinschreiben. Aber ich brauche noch den Anreiz für die richtige Art, wie ich das richtig mache. Sehe, sie hat das mit Tinte und Papier geschrieben. Ja, aber es muss ein wenig üben, ihre Schrift nachzumachen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst ihre Schrift fälschen? Dann solltest du diese Briefe zumindest erstmal weglegen. Ja, ich lege die Briefe wieder feinsäuberlich beiseite auf meine Bettkante lege die Decke darüber, damit die beim Anblick nicht zu sehen ist, und lege auf meinen kleinen Tisch, wo ich bisher auch die meine Briefe geschrieben habe und auch mit meiner Balestrina rumhantiert, mein Handwerkstisch oder auch Schreibtisch, ich habe ihn für viele Sachen missbraucht, lege ich das Buch auf und blättere bis zur letzten ersten unbeschriebenen Seite.
Oh. Du weißt ganz genau, wenn das hier in die Hose geht, dann war es das für dich. Dann wird dir das mit Nebelklang nicht mehr gelingen. Dann kriegen sie dich dafür dran. Und du weißt sowieso, dass Zulamin dich nicht mag. Sie hasst dich. Sie weiß zwar noch nicht, was mit dir los ist, aber wenn dieser Alchemist... Nun ja, er hat Verdacht geschöpft. Das ist aber nicht so schlimm. Mit diesem Buch musst du gar keine Unterschrift mehr fälschen oder keinen Brief. Sag einfach, du hast sie beobachtet, wie... Naja, nein, das geht nicht. Dann müsstest du ja direkt losgelaufen sein. Vor allem Boltax macht mir Sorgen. Er sagt, er will immer wieder, dass er ihr in den Kopf gucken will. Wird er da nur sehen, was hat sie eigentlich gesehen? Sie kann mich doch unmöglich dabei beobachtet haben. Nicht von der Position, wo sie auch stand. Aber sie wird wissen, was passiert ist. Ich kann dir beibringen, wie wir Boltax aus unserem Kopf, aus deinem Kopf, es ist ja dein Kopf, wie wir Boltax aus deinem Kopf raushalten. Aber aus dem Kopf von Hyvilla, sie dort rauszuhalten, wird schwierig. Vielleicht, wenn er nach diesem Mord gezielt sucht und Hyvilla dich gesehen hat, dann bist du dran. Aber du kannst Boltax in eine ganz andere Richtung locken. Sag Boltax doch, er soll... Nebelklang ist nur ein kleines Rädchen. Viel wichtiger ist das, was Ola getan hat. Ola Marix... Er hat etwas vor. Und du musst rausfinden, was? Das werde ich tun. Setz Boltax auf diesen Ola Marix an. Hyvilla weiß genau, mit wem er einen Pakt eingeschlossen hat. Und das wird viel grausamer werden als dieser scheiß Nebelklang. Sulman, du musst mir vertrauen. Du hast recht, aber ich glaube, du unterschätzt Boltax. Ist ein gutgläubiger und ein gutherziger Zwerg. Irgendwas über Nebelklang. Wenn auffällt, dass Nebelklang fehlt oder sie nur irgendwas über ihn sagt, dann wird er danach suchen. Aber das wird meine Sorge sein. Ich mache mir da Gedanken drüber. Okay, keine Sorge. Ich bin in deinem Kopf drin. Denk nicht an die Armbrust, das wird nicht funktionieren. Dann bin ich auch weg. Und das will ich nicht. Aber damit ich dir weiter Tipps geben kann, kann ich dir eine andere Technik zeigen. Du musst dich einfach beschäftigen, wenn du mit ihm alleine bist und du Angst hast, dass er dir in deinen Kopf guckt. Lenk dich einfach ab hier. Nimm deinen Gürtel oder einen Strick. Diesen Strick hier. Und... Du kannst daraus irgendetwas knüpfen. Du weißt, irgendwelche Seemannsknoten. Am besten so etwas wie ein Strick. Wie wär's mit einem Galgen? Knote einfach einen Galgen. Und wenn du das tust, dann kann er nicht in deinen Kopf gucken. Ich verstehe schon. Die Hände und Gedanken beschäftigt halt. Genau das. Na, dann werde ich wohl mit Boltax reden. Und Diamantos legt die Feder wieder zur Seite und klappt das Buch zu. Hier, und jetzt übst du Knotenbinden, wie damals in der Kadettenschule in Alanfa. Muss doch nicht mehr üben, Knoten zu binden, das mache ich aus dem Handgelenk. Einen dreifachen Palstick, los, tu es. Ja, Diamantos erinnert sich an die Kadettenzeit zurück und nimmt das Seil in die Hand und fängt. Ja, mit Leichtigkeit an, jeden Seemannsknoten, den er kennt, nach und nach einmal zu formen und wieder zu lösen. Ja, währenddessen. Zulamin, du hältst dich selbst in deiner Kapitänskirche wieder auf oder wo läufst du rum? Ja, genau. Also Zulamin kommt zurück, lässt den Blick so über die Wache haltenden Schützen schweifen, nickt denen zu und begibt sich dann nach drinnen, weil das kann ja die ganze Nacht dauern. Ja, Raffi, hältst du Wache oder interessiert dich das nicht? Ich würde tatsächlich wach bleiben, weil ich möchte hören, ob die da Erfolg haben oder nicht. Gut. Dann wird es ein Klopfen an der Kajüte von Rafim, ja doch auch von Rafim geben, aber auch von Zulamin kurz danach. Erst einmal bei Rafim, weil du der wachhabende Offizier bist. Na,
ist eine gute Ausrede, warum ihr mich mitten in der Nacht aufwacht. Du kannst irgendwie ein Dukatengedist da steht. Die Bogenschützen wollen mit euch sprechen, sie haben irgendwas gesehen und haben jetzt irgendwas, keine Ahnung. Soll ich sie reinlassen oder soll, wollt ihr auch stehen? Ja, die gehen mir jetzt schon auf den Sack. Ich würde einfach mal zu denen rausmarschieren. Was wollt ihr? Nun, verzeiht die späte Störung. Wir haben etwas beobachtet. Dabei drückt sie dir einen Zettel in die Hand. Eine Nachricht, die zu euch geschickt worden soll, werden sollte. Wir haben sie abgefangen. Etwas Dämonisches haftete daran. Oh, wer von euch?